Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen hier bei einer erneuten Trailer-Reaction. Ja, lange mehr dieses Format nicht mehr hier auf meinem Kanal gesehen. Da ich halt nicht so viel jetzt mit neuen Filmen und Trailern, ja, in Verbindung gekommen bin, hatte ich ja ein bisschen mein Radar auf andere Sachen ausgezielt, sage ich mal so, gar nicht mehr so auf neuere Sachen. Aber jetzt sind mir wieder ein paar Sachen unter die Augen gekommen, unter anderem natürlich Top Gun. Wo wir uns heute mal angucken wollen. Ich muss gestehen, dass ich den ersten Teil, den ersten Top Gun, glaube ich, nie richtig gesehen habe. Immer nur mal so nebenbei, vielleicht wenn er im Fernsehen war. Ich kann mich da aber absolut an null noch irgendwas erinnern. Wahrscheinlich müsste ich mir jetzt erstmal den ersten Trailer hier angucken von dem ersten Top Gun-Film. Aber das lassen wir jetzt mal. Wir gucken uns jetzt mal den finalen Trailer von Top Gun Maverick an. Dieser Film ja, spielt, glaube ich, halt ja, nach der Zeit, ne? Also basiert schon auf den ersten Teil und wir können hier auch nochmal sehen. Hier unten steht's drin. Ich gehe mal gerade rüber hier in die Szene. Jawollski. Hier steht's drin. Seit mehr als 30 Jahren ist Pete Maverick Mitchell, Tom Cruise, als Top-Pilot für die Navy im Einsatz. Als furchtloser Testflieger lotet er die Grenzen des Möglichen aus und drückt sich vor der Beförderung, die ihn auf den Boden verbannen würde. Ne? Ah, okay, er will also nicht befördert werden, weil er dann wahrscheinlich irgendwo am Schreibtisch sitzen muss. Und das möchte er nicht. Als er eine Gruppe von Top Gun Auszubildenden für eine Sondermission trainieren soll, trifft er auf Leutnant Bradley Bradshaw, gespielt von Miles Teller, mit dem Spitznamen Rooster, den Sohn von Mavericks verstorbenen Co-Piloten und Freund Nick Bradshaw, Goose. Konfrontiert mit den Geistern der Vergangenheit ist Maverick gezwungen, sich seinen tiefsten Ängsten zu stellen. Denn die Sondermission wird von allen, die für diesen Einsatz auserwählt werden, das ultimative Opfer fordern. Ja, okay. Hier wollen wir mal gar nicht so unbedingt in die Kommentare gucken. Würde mal sagen, ich kann, wie gesagt, gar nicht so viel dazu sagen. Ist jetzt auch nicht unbedingt so Art Genre, was mich da jetzt interessiert, aber vielleicht lässt jetzt der Trailer mehr vermuten und lässt mich ein bisschen hypen, sodass ich richtig Bock auf den Film kriege. Man weiß es nicht. Trailer können ja schon manchmal was, ne? Ich hoffe. Die Sache ist bloß manchmal, Trailer zeigen manchmal schon zu viel, ne? Das darf dann auch nicht sein. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein. Let's go. Top Gun Maverick, finaler Trailer. Präsentiert von Paramount Pictures Germany. Let's go. Wen haben wir denn da? Und ich dachte, wir wären was Besonderes. Leute, das hier ist Bagman. Hangman. Wie auch immer. Was für eine Mission ist das? Schon mal ein paar bekannte Gesichter auf jeden Fall. Jeder hier zählt zu den Besten, die es gibt. Wer soll uns noch was beibringen? Oh, er auch dabei. Coole Sache. Das sind also die Auszubildenden. Pete Maverick Mitchell. Ich will ganz offen sein. Sie waren nicht meine erste Wahl. Sie sind hier auf Ersuchen von Admiral Kazansky, bekannt als Iceman. Er ist wohl der Ansicht, dass sie der Navy noch was zu bieten haben. Was das sein soll, weiß ich nicht. Bei allem Respekt, Sir. Ich bin kein Lehrer. Nur damit Sie nicht zu viel erwarten. Was zum Teufel? Guten Morgen, Flieger. Hier spricht Ihr Captain. Und es geht wieder los. So ein Angeber. Auf geht's in 3, 2, 1. Okay. Wir ziehen in einen Kampf auf einem Niveau, das kein Pilot je erlebt hat. Also der Sound, der lässt einen schon so ein bisschen Gänsehaut verspüren. Wenn du da oben nachdenkst, bist du tot. Glaub mir. Mein Dad hat an dich geglaubt. Ich mache nicht denselben Fehler. Einige werden es nicht schaffen. Das sind deine Piloten. Wenn ihnen irgendwas passiert. Rakete, Rakete! Ja, das dachte ich mir schon. Die werden dann echt beschossen. Wirst du dir das niemals verzeihen. Jetzt gibt's kein Zurück. Komm schon! Oh mein Gott! Ja, macht Spaß. Oh, ich hatte schon ein schönes Kitzeln, schön Gänsehaut-Feeling schon, kann man schon sagen. Ja, was kann ich jetzt dazu sagen? Was sind meine Eindrücke jetzt von dem Trailer?
Ich gehe mal davon aus, ja, die trainieren da, ne? Bisschen gibt's bisschen Stress so zwischen Ausbilder und Auszubildenden. Dann werden die wahrscheinlich einen echten Einsatz berufen und dann, ja, kriselt's da ein bisschen immer hin und her, ne? Und am Ende müssen sie wahrscheinlich als richtig gute Truppe zusammenarbeiten und so entwickelt sich dann halt die Geschichte, ne? Vielleicht einer, man hat schon gesehen, einer scheint dann drauf zu gehen, der stirbt dann da. War ja eben die Beerdigungsszene, ja. Und ja, so ist dann halt der Film, ne? Am Ende gewinnen sie dann ihren harten Krieg oder was auch immer, ihr hartes Gefecht. Und dann ist Friede, Freude, Eierkuchen sozusagen. Ja. Schauen wir uns mal die Kommentare an. Ich freue mich wie ein kleines Kind auf Weihnachten auf den Film. Okay. Ich weiß nicht. Seid ihr da so gehypt drauf? Also ich eigentlich überhaupt nicht. Ich werde mir den Film auf jeden Fall angucken. Das schon. Wann kommt er überhaupt in die Kinos? Das müsste ich jetzt mal gerade googeln. Googeln. Top Gun Maverick. Mai 2022, also ja, toll. Sind wir auch schlauer als vorher. Ah, eine gute Laufzeit, 2 Stunden 17, FSK 12. Am 26. Mai angeblich hier. Ja, Ende des Monats. Freut euch drauf. Ja, Leute. Wie gesagt, seid ihr hyped drauf? Also, ich muss mir den ersten auf jeden Fall nochmal angucken, um dann richtig im Feeling drin zu sein. Das werde ich aber auf jeden Fall vorher machen, denn ich möchte da schon dann mit dran teilnehmen an diesem Ereignis, dass da mal wieder ein Top Gun-Film kommt. Ist ja wirklich zig Jahre her, dass der erste Teil erschienen ist. Ja, was sagt ihr? Seid ihr hyped drauf? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was sagt ihr allgemein zu Top Gun? Hätte das überhaupt noch eine Fortsetzung gebraucht? Ja, das ist eigentlich ähnlich wie bei, warte mal, wie hieß es denn, Expendables 3, ne? Das war ja auch so, dass auf einmal, neue Soldaten dazu kamen, neue Rekruten. Und hier habe ich jetzt auch irgendwie das Gefühl, dass die einfach nur, ja, neue mit reinhauen, anstatt sich eine andere Geschichte auszudenken. Ja, kommen dann einfach neue Auszubildende, ja, wie bei Expendables 3, ja. Naja, okay, wer weiß, vielleicht ist es ja doch ganz cooler Film, cooler Actionstreifen hier mit den ihren Jets. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich werde es mir, wie gesagt, auf jeden Fall angucken. Hier am 26. Mai diesen Jahres. Und ja, ich würde sagen, ich danke fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts weiter verpassen wollt. Es wird noch mehr von solchen Formaten hier kommen. Einige Videos gibt es ja schon auf meinem Kanal. Auch noch andere Formate. Schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Da seht ihr, was bei mir so abläuft hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns hier, ne? Haut rein, bis dann und ciao. We'll be right back.